Willkommen zurück zu Let's Play Astros Playroom. Da sind wir wieder und es kann weitergehen. Was ist das für ein Geräusch? Es kommt aus dem Keller. Vielleicht solltest du es dir ansehen. Das machen wir glatt. Hier auf der Oberwelt, Prozessorblase, haben wir im letzten Part noch ein paar Puzzleteile gefunden. Da steht, wir haben 2 von 4 Puzzleteile hier auf der Oberwelt. Und wir sind ja, das möchte ich ganz kurz machen, so viel Zeit haben wir heute auf jeden Fall. Wir haben ja da an dem Draht gezogen. Und sind dann nach oben spaziert und ganz oben... Alter, das Humoren. Ganz oben haben wir ein Puzzleteil entdeckt. Und auf dem Weg haben wir ein Puzzleteil entdeckt. Und doppelt hält besser. So, pass auf. Hier gab es das erste Puzzleteil. Oh, guck mal, wir haben sogar eine Silhouette. Das ist gut zu wissen. Ich habe bisher noch kein Level 2 mal gespielt. Deswegen fahren wir das so. So, der Grund, warum ich das jetzt nochmal abklappere, ist folgender. Es war auf dem Weg tatsächlich noch ein Puzzleteil, das ich erfolgreich ignoriert habe. Das habe ich in der Nachbearbeitung gesehen und ein bisschen gefacepalmt. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir da direkt hin. Ja? Und machen das nochmal schnell. Weil, tja, hätte ich halt schon einsammeln können. Ist aber nicht schlimm. Und dann gucken wir uns an, was da im Keller los ist. Das ist es. Dieses Puzzleteil habe ich erfolgreich ignoriert, als ich weiter oben war. Da kannst du ja nochmal rausziehen. Als ich an der obersten Stelle war, wo es auch ein Puzzleteil gibt, habe ich das nicht gesehen. Ja, blind, ne? Blind, der Markus, mal wieder. Aber jetzt habe ich's. 3 von 4 Puzzleteilen. Das ist auch schon Ende. Na, das ist das oberste, genau. Gut. Ah, wir gehen jetzt runter. In den Keller, denn da gibt's ein Rumoren. Außerdem gucke ich jetzt hier nochmal schnell nach. Dann haben wir alle 4 Puzzleteile. So wird ein Schuh draus. Die Frage ist, da sammeln sich alle, ne? Hallo Zuschauer, aus dem Weg bitte. Das musste jetzt noch sein. Dann bin ich bereit, würde ich sagen. Rein da in die große Überraschung. Boah, 1994. Alter, Markus ist 5 Jahre alt. Ich komme in die Schule, Leute. Aber was auch kommt... Der alte Controller, der hat schon was, ne? Ohne die Sticks. Demo One. Das ist diese Demo-Disc, die man damals kannte. Wer es kennt, hat einfach seinen Namen drauf geschrieben von der Memory Card. Das sieht auch so richtig 90er aus, das Logo, oder? So richtig die Maniac-Zeitschrift. Gut, dann springen wir mal über die Memory Cards. Auf die schwarze Disc-Unterseite. Was wollte er denn? Das war ein Attentat. Richtig atmosphärisch, das ist ja richtig fast schon gruselig, was hier geschieht. Wir gehen zum Schöpfer hinauf, holen uns Gottes Segen. Immer auch schon. Check the point und weiter geht's. Beim Herzen? Das ist ein Boss. Das ist der T-Rex! Oh, das ist der T-Rex von der Demo. Ich glaube, wir hatten schon mal drüber geredet, ja? Es gab 2 Tech-Demos auf dieser PlayStation 1 Disc. Ein Manta-Rochen und ein T-Rex. Und die waren für damals 1994 beeindruckend. Der sah auch ziemlich genauso aus. Ihr seht, wie der so ein bisschen wackelt. Und die Textur war für 1994 richtig stark. Am Ende des Tages hat natürlich kein Spiel so ausgesehen, weil sich Tech-Demo komplett drauf konzentriert hat. Und nichts anderes berechnet hat, als die Bewegung des T-Rex, der da rumläuft und brüllt. Bin mir ziemlich sicher, der hat damals keine CDs geschossen. Aber ich frage mich, ob die Textur da 1:1 akkurat ist. Ich glaube schon. Ich glaube, das ist er. Das ist ja cool, dass er jetzt noch einen größeren Sinn bekommt. Das könnte ins Auge gehen. Oh, das war aber wenig. Das Ganze in 4:3.
Oh, hier kommt sein PS5 Reboot. Oh, jetzt aber 16:9. Und er speit Feuer. Du Kumpel, du bist kein Drache, ne? Du bist ein T-Rex. Ich glaube, ihr bringt da was durcheinander. Okay, ist ein Upgrade, robotisiert bedingt. Aber ist jetzt eigentlich nicht unbedingt, ne, Markenzeichen von den T-Rexes, dass die Feuer speien können wie in Westeros. Na gut. Okay, zweite Phase. Aber richtig cooles Easter Egg tatsächlich. Das ist definitiv feierbar. Astrobot ist auch nicht wirklich schnell, ne? Weil ich die ganze Zeit ausweichen muss. Da fehlt ja die ganz große Renntaste irgendwie. Das verlangt das Spiel normalerweise nicht. Also das neue Astrobot-Spiel, das neue Spiel, das kommen wird, da lag ja im Trailer sehr großer Fokus auf die Bosskämpfe. Da waren auch einige sehr große Gegner zu sehen. Riesiger Vogel, irgendein... Ich weiß nicht, war es ein Hai, irgendein Fisch? Kann ich nicht sagen. Ich boxe mich hier durch. Eieiei. Ich habe noch meine zwei extra Herzen dabei. Und ich anstarre, der geht voll irre aus mit dem Auge. Und so wie alles im Spiel. Ah, okay. Und zack. Nice. Ah, jetzt kann ich ihn angreifen. Und tschüss, Mann. Geht zum Optiker. Nice, hier wird alles rausgeknackt. Dieser irre Blick, Alter. Hast du den von The Rock geklaut oder was? Oh, da kommt meine PlayStation-Trophäe, meine Platin-Trophäe. Boah, konnte der spinnen. Konnte der schon immer? Wenn er so aufgeladen hat. Und knappe die Zunge. Da schmerzt er. Ja, ja. Zurückgeschnalzt. Ja, ja, fast realistisch, dass so ein winziger Roboter, natürlich so ein riesen T-Rex, mit zwei Schlägen ins Auge und einmal die Zunge ziehen, kaputt macht. Aber cool inszenierter Bosskampf, da kann man nur klatschen. Juhu! Du bist kein PlayStation VR, aber danke. Na komm, du kriegst Münzen, wenn du die gelben... Wisst ihr, solche Spielereien mit Credits finde ich ja immer ganz witzig, dass sie sich was Kreatives einfallen lassen, aber es hat halt auch zur Folge, dass man die Credits kaum liest. Aber wisst ihr was, wenn die selbst in Ordnung sind, die Ersteller, der Tuyo Ngo oder Aizuke Fujinawa oder Yuki Miyamai, dann, ja, dann macht halt die Spielereien. Welche Spiele vor Smash Brothers 64 und Melee hatten das denn eigentlich schon? Ich frage mich, ob das da so ein bisschen pionierte. Also klar, auch die New Super Mario Bros. Serie, aber das kam ja später. Vor Smash 64 hatte ich nicht gesehen, dass man so, dass irgendein Spiel gab, wo man die Credits irgendwie kaputt machen kann oder irgendwas in der Form. Wo kennt man das her? 5000 Münzen, meine Damen und Herren. Ob uns die Gegner immer noch erledigen können? Was, wenn man hier stirbt? Ich meine, wozu sind hier Gegner da? Ah, die Special Effects haben mich dran gekriegt, die haben mich. Undertale Credits sind natürlich auch ein ganz anderes Level, ne? Die Credits von Undertale sind quasi der schwierigste Bosskampf, den es gibt. Wenn du es wirklich schaffst, dich nicht einmal treffen zu lassen, oder wie das war, dann schaltest du noch ein Special frei. Ups. Jetzt bin ich wirklich tot. Okay, man respawnt. Ich kann hier eine ernsthafte Gefahr auf die Beine stellen. Wo sind meine Extraherzen? Ich hatte eben noch welche eigentlich. So, wollen wir was zum Spiel sagen im Endeffekt? Haben wir das ganze Spiel über eigentlich? Ja, der muss weg, dieser Brutzel. Ja, fantastische Leistung. Ich versuche zu erledigen. Zack, die Monados her. Hey, das Ausrufezeichen noch.
Special thanks, loving thanks to our families and friends. Das sind eine Menge. Erstmal die Familien, ne? Die sind ja wirklich, ne? Die haben Kraft gegeben. Bin so frei. Einen haben wir noch. Und zwar ein kleines gemütliches Ende vermutlich. Boah, die geht's aber furios zur Sache, finde ich. Neues Artefakt. Ein Headset. Pulse 3D Wireless Headset. Auch der Sound ist 3D. Mhm. Wenn ihr wollt, wenn ihr möchtet. Das hat auch mit VR zu tun, wa? Würde ich tippen. Guckt euch allein diese Regenbogenspur an. Gespickt. Mit Kreuzen, Kreisen, Dreiecken und Vierecken. Vielleicht jetzt wirklich noch viele Artefakte. Das ist ja Wahnsinn. HD-Kamera. Kamera oder Klammerer? Warum denn Klammerer? Ist das so eine kleine Klammer dran, dass du es an den Fernseher befestigen kannst? Was, wenn man hier runterfällt? Hallo, alle sind so freundlich. Ich verprügel den Hasen. Oh, guck mal, der PS5-Controller, der DualSense. Jetzt liegt's in deiner Hand. Da liegt's ja schon immer, ne? Wunderbar. Ja, nicht der verkehrteste Controller, sag ich ganz ehrlich. Im Gegenteil. Das Spiel hier demonstrierte ja ziemlich gut, was es hier gehen sollte und was alles möglich ist mitunter. Aber dann gibt's jetzt bestimmt die PlayStation 5. Wir haben's noch geahnt auf dem letzten Meter. Play has no limits. Achievement unlocked. Nummer 5 lebt. Gab auch so einen Film, so einen alten Film, so einen Horrorschinken. Nummer 5 lebt. Da ist es. Ich finde es immer ein bisschen affig, finde ich es, ne? Wenn ich einen Controller laden will oder muss. Du hast da ein USB-Ding. Es wirkt klein wenig lächerlich. Aber ja. Und es ist verdammt groß, der Schinken. Also. Nimmt auch viel Platz weg. Inzwischen gibt es ja die Slim. Aber ich kaufe mir nicht die Konsole neu. Wegen der Slim. Guck mal, da gibt's den guten Stoff. Herzlichen Glückwunsch. Du hast die 5 PlayStation Hauptartefakte. Aber das ist noch nicht alles. Kannst du alle Artefakte aufspüren? Können wir sie noch ein Puzzleteil? Aber nicht alle. Wo kriegen wir denn die letzten Puzzleteile her? Da ist ein Knopf. Es wird also so sein, dass wir noch irgendwie irgendwo etwas zu erledigen haben. Was ist das? Das führt mich wieder zum Bosskampf zurück. Geheimlabo. Was bastelt ihr hier? Bevor ich da reingehe, gibt es hier irgendwas zu sehen? Eigentlich nicht. Bin ja ein bisschen neugierig. Vielleicht wiederholt man das dann, ne? Missionsraum. 57 Tage. Das... Wie genial. Ja, weil Astrobot das neue Spiel erscheint. Weiter zum PlayStation Store, um bei Astros nächste Mission dabei zu sein. Ich drücke einfach mal okay. Passiert bislang nichts. Alter, 79,99. Was gibt's denn da dazu? Was rechtfertigt denn den Preis? Steht halt nirgends, ne? Jetzt nur mal ohne Witz, hier steht nicht mal, was Phase ist. Bonusinhalte. Astros verliebter Lyrica per Rapper-Outfit. Die Graffiti gewinnt Dual-Speeder-Farbe. 2 Astro-PSN-Avatare. Freischaltung durch Spielfortschritt.
Dann Astros Jäger-Outfit, goldenes Outfit. Nee, also ich sag's ganz ehrlich, das ist für mich keine 10 Euro wert, was da steht. Das PS5-Mutterschiff wird von Astros langjährigen galaktischen Erzfeind angegriffen, wodurch alle Träte durcheinander geraten und die Besatzung im Weltraum verstreut wird. Jetzt kann nur Astro die Dinge wieder in Ordnung bringen. Er bricht zu seiner bisher größten Mission auf und braucht deine Hilfe, um die gestrandete Mannschaft zu retten und das Mutterschiff wieder aufzubauen. Hol das Beste aus Astros neuen Power-Ups heraus, die handgefertigt wurden, um deine Immersion zu verbessern, von federnden Schlägen und Raketen bis hin zu einem riesigen Schwamm. Schnall dich an für eine epische Kameradschaft mit PlayStation, schließe dich mit deinem Offline. Also, Bruder, ne? 10 Euro und alleine, also 80 Euro, ich glaube, ich habe, also, ne, also dieser Gap zwischen Astros Playroom kostenlos und 70 Euro ist natürlich jetzt auch gewaltig dafür, dass ich fast dasselbe erwarte, nur mit mehr Umfang. Hier nochmal ein paar Screenshots. Aber ich muss mal 70 Euro blättern, ne? Ich muss mal bei PlayStation fragen. Ich muss mal anklopfen und sagen, Leute, ich bin's, der Magus. Hättet ihr ein Spiel für mich übrig? Das würde mich freuen. Ja, wird bestimmt toll, ne? Also wir haben ja gesehen, die Entwickler können es ja. 80 Euro. Da muss ich irgendwo mal einen Schlussstrich ziehen. 50 wäre angenehm, 60 fände ich schon auch wieder ein bisschen hart. Na, wahrscheinlich neue Charaktere oder was, die man da sieht. So. Andererseits sind heutzutage die Spiele auch sehr aufwendig. Also, heutzutage die Games, da sind auch so viele Leute beschäftigt. Das ist nicht mehr wie zu Super Nintendo-Zeiten. Aber auf Dauer wird es kontraproduktiv sein und die... Und solche Preise machen potenzielle Gamer natürlich empfänglicher für... Ja, so Sachen wie Mobile Games oder kostenlose Games, wo du immer nur ein bisschen bezahlen musst, weil keiner einsieht, erstmal 70 Euro für ein Spiel auszugeben, wo man nicht weiß, gefällt es einem überhaupt. So, dann werden wir jetzt ein bisschen... Wie machen wir das denn? Okay. Gacha Grünschnabel. Da haben wir noch... Ach, da sind die vier letzten Puzzleteile drin. Das ist ja verschenkt. Was war das für eine Dose? Sah aber erfrischend aus. Ja, jetzt nicht alle Puzzle. Hier sind noch viel mehr drin. Was? Na gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Was ist das denn genau? Scheint es ja schon mal gehabt zu haben. Amiibo! Dann können wir den Rest des Parts nutzen, um hier unsere Münzen noch loszuwerden. Neues Artefakt. PSP-Mikrofon. Talkman statt Walkman. Das hat die Welt natürlich revolutioniert. Den haben wir offensichtlich auch bereits. Warum sind da noch so viele Puzzleteile drin, meine Damen und Herren? Ich habe Angst, dass ich da noch farmen muss. Die Kugeln da drin im Automat, die werden auch immer mehr, richtig? Die werden nicht leer. Also. Okay, Gold. Oh, PS4 Pro. Wer zum Pro, Bro? Habe ich auch nicht. Ich habe immer irgendwie die erste Variante. Die erste PS1. Na gut, PS2 war die Slim. Oder PS3, die ich hier habe, das ist auch eher die zweite Slim. Ne? Nicht die Ultra Slim, sondern die zweite. Aber PS4 und PS5 habe ich das erste Modell. Weil ich da direkt zuschlage. Aber ich sag's, wie es ist. Wenn irgendwann, wenn die in ein paar Jahren schon wieder mit einer PS6 nerven, werde ich das tatsächlich... Oh, for the players. Ah, die Platin-Trophäe. Werde ich tatsächlich... ich werde nicht sofort auf den Zug aufsteigen, weil auch... Ne? Mal sehen, ob es irgendeinen vernünftigen Grund gibt. Gacha-Genie. Weiß nämlich nicht, ob das wirklich so toll ist auf die Dauer. Oh, ganz viele Karten. Oh, das sind die alten PlayStation-Logos. Das sind die Prototyp. Die haben ja ganz viele Vorschläge gemacht und der da hat gewonnen. Ihr kennt das. Und das andere wären auch eventuell... Das eine sieht ein bisschen wie Sega aus. Das eine sieht ein bisschen aus wie ein Super Nintendo.
Das ist P2, was? PPH? HPP? HDD? Netzwerkadapter. Ja, kann's online gehen mit dem Ding. Hat die PS2 einen Adapter gebraucht? Ich dachte, die wäre so zugänglich gewesen. GameCube hat auch einen Adapter gebraucht. Hübsch, der schmeißt seine PS4 in die Luft, der braucht die ja nicht mehr. Da wird er was Goldenes. Das ist PSP-Kamera. Tragbare Kameras, die werden sich nie durchsetzen. Was? Aber sind Kameras nicht immer tragbar? Außer die aus TV-Übertragung nicht. Das ist die, die ich habe, ja. PlayStation 3, noch schlanker, geht ja kaum. Die haben wir hier. Das ist das zweite Modell. Neues Artefakt. Oh, und das ist die ganz... Okay, anscheinend doch. Das ist die ganz schlanke PS3. Die kam danach nochmal. Warum die mit so vielen PS3s irgendwie nochmal flexen wollen, ist echt die Frage. Puzzleteil. Die haben Spaß in den Baggen. Oh, jetzt wird der Automat langsam leer. Oh, die PS1! Deswegen, PlayStation 1 ist nicht die PS1 direkt. PS1 bezeichnet man auch diese kleine Slim-Variante. Oh, eine Baby-Konsole. Die war wirklich klein. Also ihr seht ja, wie groß die Disc ist. Und die war kaum größer als die Disc. Nachbarsjunge hatte die damals und ich habe die alte große. Und die war wirklich lächerlich klein. Das wirkt jetzt gar nicht so. Also ihr seht ja, wie groß die Memory Cards sind. Stellt euch vor, die Memory Cards oder die Controller-Stöpsel, die gucken einfach noch so weit raus und die Konsole ist so klein. Ja. Ja, die finde ich aber auch sympathisch, die PS1. Viele bezeichnen deswegen die allererste PlayStation als PlayStation X. Aber dann hat ja Sony auch eine PlayStation X veröffentlicht. Guck mal, das ist auch die PS4 Slim. Schön, dass wir darüber geredet haben. Noch mehr Puzzleteile. Das wird echt knapp, ob wir das leer kriegen. Ich fürchte, das reicht noch nicht ganz. Muss noch Münzenfarmen gehen. Jo. Oh, der bastelt an Sackboy herum. Ich will! Gut, dann holen wir uns die alsbald auch nochmal dazu. Jetzt spawnt der ganze Kram hier. Oh, toll. Deswegen war da noch so viel Platz. Und auch die Puzzleteile gehen noch ran. Eines fehlt noch. Zwei fehlen noch. Okay, da waren so viele da dran. Was ist denn mit diesen Challenges? Bevor wir uns hier umschauen, das machen wir dann ganz zum Schluss. Können wir uns vielleicht im nächsten Part noch die Challenges geben? Kann ich mir da auch Münzen verdienen? Das sollte ich erstmal herausfinden. Und wenn ich da noch welche bekomme, wäre das ja super duper gut. Und super duper gut ist super duper gut. Was ist hier geradeaus? Da stehen sie auch im Feuermischen an. Guck dir das mal an hier. Netzwerk Speedrun. Wir kommen mal ganz kurz rein, Lucky Lucky. Tatsächlich. 8 Speedrun-Level. Ja gut. Freunde, das ist dann im nächsten Part unsere Aufgabe. Es ist schön, dass in diesem kleinen Projekt noch ein bisschen was zu tun ist, bevor wir das wieder beenden. Okay, dann sehen wir uns zum nächsten, vielleicht letzten Part. Ich denke schon. Aber wir werden das gerne noch komplettieren, deswegen Attacke! Bis zum nächsten Mal. Nicht verpassen, Like da lassen. Bis dann und ciao.